Ja, und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei der nächsten Folge Bus Simulator. Ich habe einfach kurz einen kleinen Cut gemacht, denn ich habe bei der Aufnahme der Folge 3 nämlich gemerkt, dass ich irgendwie Camtasia, also dass Camtasia irgendwann mal rumspackt, wie was weiß ich was. Und das hat mich richtig aufgeregt letztes Mal, wo ich da, ich glaube, über eine Stunde aufgenommen habe. Deshalb werde ich jetzt bei Camtasia immer wahrscheinlich immer mit Anrede machen. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass ich hier auf Spiel fortsetzen drücke. Wir hier einfach das Spiel fortsetzen. So, will der noch rein? Also wir sind immer noch auf der Tour wie davor. Wie bei der gleichen davor. Bei der Tour 39 war das, glaube ich. Linie oder so. Nächste Haltestelle, Virchowstraße. Also ich muss irgendwie sagen, dass die... Okay, da muss ich leider durchfahren. Das habe ich wirklich zu spät gesehen, weil ich mich mal wieder verbabbelt habe. Aber ich finde diese Ansprache, finde ich irgendwie... ähnelt die der Frau Merkel. Ich weiß nicht warum, aber... fragt mich nicht, bitte. So. Weiter geht's. Sag bloß, wir wissen nicht. Nein, wir wissen. Okay, gut. Ich dachte nämlich gerade schon, dass wir hier rechts mussten. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht so. Okay, ich sehe keinen Mittelstrich mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich etwa langfahren muss. Ah, okay, hier sehe ich ihn. Ah, im Spiegel sehe ich ihn auch. Okay. Bremsen. So. Möchte jemand aussteigen? Ja, möchte jemand. Ich esse hier mal meine Mandarine voll. Eins. Okay, wird gemacht. Ups, jetzt habe ich schon wieder 20 Euro eingegeben. Mach okay. Ja, hier, komm. Hallo? So. Bitteschön. Dein Ernst? Taschenblocks. Ach so, normal. 2 Euro. So, bitte schön. Mann, obwohl soll ich den falschen Zettel gedruckt haben, weil ich habe schon Verspätung gefunden. Nein. Ja. 8,50 zurück, alles klar. 7, 8, 5. Einmal bitte. Ja, klar, kein Problem. Ja, schmeiß mich halt noch offener hin. Könnt ihr vielleicht mal bitte weiterfahren? Ich hab mir Verspätung. Bitteschön. Kann ich jetzt weiter? Da. Oh, jetzt weiß ich mal wie... ups, wie stressig das ist als Busfahrer. Ich muss hier rechts. Nächste Haltestelle, Eilenburger Damm. Hier muss ich... ne, hier muss ich nicht halten. Okay, wo? Ja, komm, werd grün. Oh, ein marodes Gebäude. Komm, lauf.
Aber hier müssen wir halten. Ja, hier müssen wir halten. Möchte jemand einsteigen? Ganz viele Kerne in der Mandarine. So, Entschuldigung, weiter geht's. Ja komm, hopp, mach. Get goes! Chiruska-Brücke. Anschluss zum Expressbus. Das würde mich mal echt interessieren, ob da wirklich ein Anschluss zum Expressbus besteht. Ich glaube, ich das einfach bloß so sagt. Oh, oh. Hier ist unser Kollege, oder? Nee, 72, das sind wir nicht. Oh, okay. So. Oh, jetzt spiel mal kurz geruckelt. Ey, Rechner, warum ruckelst du? Das geht ja mal gar nicht. Ich hab für dich viel bezahlt. Haltewunsch. Davon ist die Nummer die nächste Haltestelle. Was ist denn das für ein Kack? Boah, ich hab grad schon gedacht, die fahren schon wieder nicht. Aber dann hätte ich mich aber aufgeregt. Dann wäre ich aber hier sowas von ausgerastet. Berliner Damm. Anschluss zum Expressbus. Hier ist auch Anschluss zum Expressbus. So, Möchtet Sie einsteigen, junger Mann? Ich? Einsteigen. Nächste Haltestelle, Neufahrner Straße. Hallo. Ah, der genießt hier seinen Kaffee. Ja, was ist mit dir? Will jetzt echt ernsthaft einsteigen. Ich will doch gar nicht einsteigen, verarsch mich doch nicht. Alter, ohne Witz. Was soll denn der Kack? Ma, hat er mich richtig derbe getrollt. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Jetzt die Haltestellenbremse rein. Hau. Oh, dann bremst er aber. Hey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier will niemand. Gut. Ist mir auch recht. Ehrlich gesagt. Was macht denn hier unser Kollege? Nächste Haltestelle. Menzinger Kreuz Ost. Menzinger Kreuz Ost. Das ist ja auch ein cooler Name für die Haltestelle. Was ist? Komm. Ja. Kollege, da hockt niemand drin. Oh, was ist denn das hier? Alter. Ach, jetzt sind wir wieder hier im Kreisel, dann fahre ich immer ganz rechts hin. Und brems mal. So. Dann gibt man Gas. Also ich hoffe, dass die Spur jetzt hier im Kreisel weitergeht, weil sonst wäre ich im Arsch. Was zum... Oh, okay.
Das ist ja mal richtig mies hier. Scheiße, hätte ich hier raus müssen. Nein, nein, boah. Gott sei Dank. Mo. Okay, hier kann ich raus. Alles wunderbar. Ja, hier möchten mal wieder Leute einsteigen. Keine Frage. Tag. Türfreigabe. Hi. Hallo. 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 Eine Fahrt bitte. Jawohl, gerne doch. So, 5 Euro. Ich hab jetzt echt auf 50 gedrückt. Oh mein Gott. ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel der denn zurückbekommt. Ich glaube, das hier. Ja, bitteschön. Kein Problem. So. Der Blau ist doch gerade durch Rot gefahren. Der ist doch gerade eben durch Rot gefahren. Weil, was macht denn der Jeep da vorne bitte? Okay, okay, ich glaube, da muss ich einmal außen rumfahren, denn der hat, glaube ich, einen Unfall gebaut. So. Alles cool, wir sind perfekt drumherum gefahren. Ohne ein Auto mitzunehmen oder zusätzlich noch einen Unfall zu bauen, das wäre extrem schlimm. Der Bus blockiert uns. Blockiert die Haltestelle. Ah, hier haben wir einmal den Metrobus. So. Bums und Bums. Eine Fahrt bitte. Jawohl, kein Problem. $0.40 bekommst du zurück, bitteschön. Oh mein Gott, wie viel wollen die da? Jetzt hat die da auch hingegriffen. Hallo. 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 Was ist denn mit dem Bus jetzt los? Ich halte mal Abstand. Also wenn die Zeit noch reicht, kann ich ja schon mal die Rückfahrt beginnen. Ah. Denn ich glaube, von da nach da zu fahren, das dauert ewig. Mal kurz auf die Zeit gucken. 3 Uhr, alles klar. Das ist alles wunderbar. Will ja auch noch eins einsteigen. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Einmal bitte. Wie viel wollen denn da noch einsteigen? Alle nicht mitgenommen. Hier, bitteschön. Guten Tag. Hallo. 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 Einmal. 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 Da geht immer noch jemand rein. Du bekommst 20 Cent von mir. So. Einmal. Einmal, ja, gut. Also obwohl ich jetzt eine Verspätung von 8 Minuten habe, mache ich das trotzdem noch. Ich weiß nicht warum. Ich kann es ja nicht sagen. Denn weil der fucking Bus da einfach zu scheiße ist. Okay, ich glaube, der hat auch einen Unfall gebaut. Muss ich bloß gucken, ob das reicht. Oh mein Gott. Fahr.
Oh, ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht, das reicht. Dillwächter Straße. Oh, das hat ja um Millimeter gereicht. Hä? Wartet mal, die Strecke kenne ich doch. Das ist doch die Rücktour zu der, wo wir letztes Mal gemacht haben. Oh mein Gott. Bin ich blöd. Ah, dann haben wir hier die Rücktour gemacht. Dann werde ich wahrscheinlich wieder zum Busdepot zurück. Das dauert zu lange. Ist mal eine etwas kürzere Folge. Jetzt mal anfangen würde, hier auf grün zu schalten. Komm, hopp, 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 hopp. Hoppity hopp, hoppity hopp. Jawohl. Das wird ja auch. Was? Warum ist der durch rot gefahren? Der auch? Hä? Die haben jetzt alle beide rot und die sind beide durchgefahren. Geil. Sag ich dazu bloß. Nein, 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 nein. Nein! Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt da oben seht ihr auch die Uhr. Beginnermodus. Warum da jetzt immer Beginnermodus steht. Komm. Fahr. Bitte. Oh oh. Ja, ja, die grüne Ampel kriege ich noch. Ja, sehr gut. So, hier einbiegen. Und dann hier rein. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste. Und ich habe eine Verspätung von 10 Minuten. Boah, geil. Leute verschwinden einfach. Ist ja auch cool. Und ja, dann versuche ich mal ganz kurz noch was zum Abschluss. Und zwar einmal hier zu drehen. Wenn jetzt der hier weg ist. Und da kein Auto kommen würde. Oh nee. Ja, also fast haben wir es hinbekommen. Was mich jetzt auch noch interessieren wird, ist, ob die Fahrgäste hier einsteigen würden, wenn ich jetzt hier aufmachen würde. Ich könnte nicht, ich kann nicht aufmachen, doch. Also die würden jetzt nicht... Okay. Und dann würde ich einfach mal sagen, hier perfekt... okay, ich kann hier nicht durch. Perfekt eingeparkt hier an den Bordstein, wie ihr seht. Da hinten nicht so ganz... Aber damit verabschiede ich mich jetzt hier für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge des Bus-Simulators hier bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Bus-Simulator. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.